Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Top Lavera Produkte, die mir so am besten gefallen haben. Ich habe Lavera angeschrieben wegen euch, ihr habt euch das Video gewünscht und die haben mir netterweise ein paar Produkte zur Verfügung gestellt, sodass ich mich ein bisschen durchtesten konnte. Und ich habe wirklich mein gesamtes Make-up-Paket weggepackt, weil wir ja umgezogen sind und ich habe mich wirklich nur auf die Lavera Produkte konzentriert und zeige euch heute meine Favoriten. Und der erste Favorit ist auf jeden Fall das Mineral Sun Glow Powder. Ich habe es in der Farbe Sunset Kiss 02. Es ist so ein bisschen peach-tönig, deswegen eignet er sich auch super. Also klar, ich bronze damit mein Gesicht, habe ich auch momentan heute drauf. Aber ich finde, es hat auch so einen Rouge-Charakter. Und so beides in einem. Deswegen gefällt mir das echt sehr gut und ist, finde ich, eine schöne Alternative. Das Produkt selber riecht auch sehr dezent und angenehm, was mir auch sehr gut gefällt. Und das werde ich mir vielleicht auch nachkaufen. Ich habe ja sonst immer recht teure Puderprodukte verwendet, aber ich finde, das tut es auch. Dann kommen wir zum nächsten Favoriten und da ist es einmal das Soft Glowing Highlighter. Der ist sehr cremig, deswegen trage ich ihn auch mit einem Stippling Brush auf. Ich finde, dadurch gelingt der Auftrag sehr hauchdünn. Und das ist ein Highlighter, der sehr dezent ist, sagt ja auch der Name, Soft Glowing, sehr alltagstauglich und ich mag wirklich so alltagstaugliche Highlighter sehr gerne. Und die Farbe ist auch sehr schön, gerade wenn man so einen goldigen Unterton hat. Ich habe die Farbe Golden Shine 03, den gibt es aber auch in anderen Farben. Und mittlerweile kann man auch Lavera, meine ich, bei Douglas bestellen und ja, den finde ich auch sehr hübsch, trage ich auch hier an den Schläfen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So ganz leicht aufgetupft und ja, im Alltag finde ich ihn auch sehr angenehm. Auch der Geruch gefällt mir ganz gut. Nicht so brausig, süßlich, eklig wie viele Naturkosmetikmarken, sondern wirklich dezent und angenehm. Und also Duftsachen sind ja immer so eine Geschmackssache, aber der Duft gefällt mir hier ganz gut. Dann auch so mein Highlight aus den ganzen Produkten, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet habe. Und zwar ist es die Foundation, die 2-in-1 Kompakt Foundation. Ich habe sie in der Farbe Honey 03. Ich habe die auch echt runtergerockt, wie ihr seht. Also ich habe die wirklich sehr, sehr häufig benutzt. Das spricht ja total dafür. Ist ein bisschen beige und ein bisschen zu warm für meinen Hautton, aber ich trage sie auch gerade und sie passt sehr gut zu meinem Körper. Und die erinnert mich total an die La Roche-Posay Foundation. So dieses cremige, pflegende und gut und erstaunlicherweise vertrage ich sie auch ganz gut. Ich habe keine Unreinheiten bekommen, allerdings stille ich auch noch ein bisschen, deswegen weiß ich nicht, ob es damit mit den Hormonen auch so ein bisschen zu tun hat, aber ich habe sie gut verpackt. Auch sie hat diesen angenehmen Geruch. Also einen Nachteil hat die Foundation, sie hält nicht ganz so lange, sie hält so bis zu 6 Stunden ungefähr. Aber ich finde sie total schön für den Alltag. Die hat so einen glowigen Charakter, auf meiner Haut jedenfalls. Ich habe so eine Mischhaut. Bei mir ist sie relativ glowy und sie deckt auch echt gut ab. Also schon eher so eine mittelstarke Foundation, würde ich sagen. Und ich war echt überrascht über diese Foundation. Also die hat mir echt gut gefallen und ich glaube, die kaufe ich mir auch nach, weil die ja auch nicht so teuer ist wie viele andere Naturkosmetikmarken. Und für die Qualität, finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall. Schaut euch die auf jeden Fall mal an. Hier steht bis zu 8 Stunden Haltbarkeit, Entschuldigung. Ich muss sie auch noch abpudern, dann hält sie auch länger, wenn ich sie abpuder. Aber wie gesagt, wäre natürlich schöner, wenn sie so den ganzen Tag halten würde. Tut sie nicht, aber so ist es halt. Auch bei vielen konventionellen Produkten. Trotzdem finde ich, wegen der Deckkraft ist sie echt sehr gut. Dann noch ein Babyprodukt, was ich mir aber selber gekauft habe. Und jetzt wird Carlo gerade wach. Ich hoffe, der macht jetzt nicht so sehr Theater. Und zwar ist es die Wundcreme von Lavera. Die benutze ich auch bei Carlo. Und er fährt echt sehr gut damit, die ist auch nicht parfümiert, die ist wirklich ganz neutral und sehr gut verträglich meiner Meinung nach. Ich finde, viele Wundcremes sind immer parfümiert und haben viele ätherische Öle in sich und diese Creme ist sehr neutral. Und auch meine Schwester hat sie damals benutzt und die war auch mit der sehr zufrieden. Sie kam auch besser klar als mit dieser Veleda-Creme damals. Ich sagte, die hat mein Neffe auch sehr gut vertragen und ich kann es auch nochmal bestätigen, Carlo verträgt die auch sehr gut. Und er hat auch sehr empfindliche Haut leider, so wie ich und Steffen, lässt sich leider nicht vermeiden. Aber die kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Kinder habt. Aber auch so, ne, da ist ja sehr viel Zink drin und die könnt ihr natürlich auch für euch verwenden und muss jetzt nicht nur für den Windelbereich fürs Baby sein. Und dann kommen wir noch zu einem Produkt und zwar ist das die Zahnpflege von Lavera. Die haben ja auch eine neue rausgebracht, die fluoridfrei ist.
Ich finde persönlich die andere noch besser. Die habe ich nur jetzt gerade nicht da, aber ich blende euch ein Foto ein. Die gefällt mir einfach noch ein bisschen besser. Die ist jetzt nur rausgekommen. Aber ich finde die Lavera Zahncremes relativ angenehm. Sie sind recht frisch, aber nicht zu frisch oder nicht zu pappig im Mund. Wie sagt man das? Ich bin eher so ein Fan von fluoridfreien Zahnpasten, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ja immer so eine Sache. Einige sagen auf jeden Fall Fluorid, die anderen nicht. Ich mache es ohne, die ist auch noch mit Calcium. Ja, also ich benutze zwischendurch immer ganz gerne die Zahncremes von Lavera, einfach um auch so eine fluoridfreie Alternative zu haben. Manchmal nehme ich eine normale Zahnpaste, dann wieder die von Lavera und immer so im Wechsel. Und damit fahre ich halt auch super. Und bis jetzt habe ich keinen Karies gehabt. Letztens auch beim Zahnarzt, auch während der Schwangerschaft, ich hatte keine Probleme. Und das spricht ja eigentlich auch dafür. Gerade in der Schwangerschaft sind die Zähne natürlich immer sehr empfindlich. Ja, das war es dann jetzt von meinem Video. Schreibt mir gerne eure Lavera-Favoriten. Welche findet ihr richtig, richtig gut? Welche soll ich mir nochmal anschauen? Vielleicht mache ich dann irgendwann mal nochmal ein Lavera-Video oder nochmal zur anderen Marke. Vielleicht habt ihr nochmal Wünsche, welche Marke ihr da bevorzugt. Schreibt es mir gerne einfach unten in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Und dann sehen wir uns einfach mal im nächsten Video, in meinem Vlog-Video. Dann erzähle ich euch auch so ein bisschen was vom Umzug und wie es uns geht und so weiter. Und ja, dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Ciao!